Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Und Vogel Bodenbeläge, Buochs. Im Irak sind vor zwei Wochen bei einem Geiseldrama in einer Kirche mehr als 50 Christen von islamischen Extremisten ermordet worden. Noch immer werden heute Christen in vielen Ländern wegen ihrem Glauben unterdrückt, verfolgt und ermordet. Herzlich willkommen bei Fenster zum Sonntag zum Thema verfolgte Christen. Um auf die Situation der verfolgten Christen aufmerksam zu machen, findet an diesem Wochenende der Sonntag der verfolgten Kirche statt. Weltweit rufen sich die Menschen in Erinnerung, dass an vielen Orten Christen ihren Glauben nicht frei ausleben können. Zwei Personen, die wegen ihrem Glauben in grösster Gefahr waren, erzählen uns ihre Erlebnisse. Aber zuerst ein paar Informationen. Geschätzte 100 bis 200 Millionen Menschen leiden wegen ihres christlichen Glaubens. Die Menschenrechtsorganisation Open Doors veröffentlicht jedes Jahr einen Verfolgungsindex. Auf dieser Karte wird sichtbar, in welchen Ländern Christen verfolgt werden. Verfolgung oder Diskriminierung kann zum Beispiel bedeuten Verweigerung von Essen und Trinken, Ausbildung und Arbeit, öffentlichen Versammlungen, Religionswechsel, aber auch Gefängnis, Folter und Mord. Dass es gefährlich sein kann, als Moslem seinen Glauben zu verlassen, hat der Sultan aus dem Nahen Osten erfahren. Vor 3 Jahren ist er zum Christentum konvertiert. Seither hat sich sein Leben dramatisch verändert. Sogar das christlich-arabische Fernsehen hat darüber berichtet. Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung «Gewagte Frage». Am Donnerstag, den 28. August, wurde Rana von ihrem Vater ermordet. Kaltblütig hatte sie auf offener Straße niedergestochen und erschlagen. Dann wusch er sich die Hände. Warum? Was ist der Grund, dass sein Vater seine Tochter umbringt? Das ist Sultan, der Witwer von Rana. Seit Februar 2009 lebt er als Flüchtling in der Schweiz. Zurück in seine Heimat kann er nicht. Denn dort hat er alles verloren. Seine Frau, seine Kinder, sein Zuhause. Der Grund? Der ehemalige Muslim ist heute Christ. Zurück in meinem Land würden sie mich töten. Mehr als 95% sind Muslime und niemand wird beschützt, der vom Islam zu einer anderen Religion wechselt. Die Regierung, die töten dich nicht. Aber die Leute, die Muslime. Das Wichtigste in unserem Land ist der Schutz, der von der eigenen Familie kommt. Aber wenn du den Islam verlässt, akzeptieren sie dich nicht mehr. Sultan wächst in einer muslimischen Familie auf. Sie leben den Glauben liberal. Als Teenager kommt er in Kontakt mit islamischen Fundamentalisten. Er lässt sich ausbilden für den Heiligen Krieg im Irak. Im Koran steht, dass wir alle unter dem Strafgericht Gottes stehen. Und der einzige Weg, wie wir sicher gehen können, errettet zu sein, ist, dass wir in den Heiligen Krieg ziehen und für Gott kämpfen. Nur wenn ich einen Ungläubigen töte oder selbst als Märtyrer sterbe, kann ich wissen, dass ich in den Himmel komme. Wir tun das nicht, weil wir das gerne tun. Aber es ist der einzige Weg und es ist, was man uns von Kind an lehrt. Einen knappen Monat ist Sultan im Irak. Doch zum Töten kommt er nicht. Die Truppen müssen fliehen. Viele seiner Freunde kommen um. Zurück aus dem Krieg hörte ein Gespräch, das ihn irritiert. Mein Onkel hat eine junge Christin gefragt, weshalb sie nicht vom Christentum zum Islam konvertiere. Da sagte sie, wie kann ich den Gott der Liebe verlassen und den Gott des Verrats annehmen? Und dann hat sie über die Liebe von Jesus gesprochen, dass er uns auffordert, unsere Feinde zu lieben und für sie zu beten, weil er alle Menschen geschaffen hat.
Sultan ist aufgewühlt. Warum sollte Gott verlangen, dass man für ihn Menschen tötet? Ich habe zwei Töchter und ich begann darüber nachzudenken, wie kann Gott von uns verlangen, die Christen zu töten? Wenn eine meiner Töchter der anderen Böses tut, sage ich doch auch nicht zu anderen, geh hin und erschlage sie, denn beide sind meine Töchter. Aber der Islam lehrt uns etwas anderes. Töte jeden, der kein Muslim ist. Als erstes war dieser Schreck, was, wenn Jesus die Wahrheit sagt? Und ich begann im Internet zu forschen. Und ich sagte, wenn du der wahre Gott bist, dann heile mich, denn ich hatte immer Schmerzen in den Gelenken. Und da passierte es. Es fühlte sich an, als würde mein Körper elektrisiert. Es war unglaublich, denn seit 4 Jahren versuchten die Ärzte vergeblich, mich zu heilen. Schließlich entscheidet sich Sultan zu dem Schritt, der sein Leben für immer verändert. Er wird Christ. Als ich anfing zu beten, sah ich mein Leben wie einen Film vor mir ablaufen. Ich sah alles, was ich falsch gemacht hatte. Ich dachte, ich hätte es für Gott getan. Aber in diesem Moment wurde mir bewusst, dass Jesus der wahre Gott ist, und voller Reue begann ich zu weinen. Und gleichzeitig war ich so glücklich. Obwohl Sultan seinen neuen Glauben still und für sich lebt, erfährt die Familie davon. Voller Wut zerstört ein Onkel seine Wohnung. Ich war schockiert, aber innerlich ruhig. Denn ich dachte, vielleicht ist das ein Zeichen von Gott, dass ich nun das Land verlassen muss. Denn sie haben nicht mich umgebracht, sondern nur meine Wohnung zerstört. Später behauptete mein Onkel, ich hätte den Koran zerrissen, als ich Christ wurde. Das würde ich nie tun. Meine Familie, sie sind alle Muslime. Und ich respektiere sie doch. Es folgen Morddrohungen. Obwohl Sultan eine Frau und 2 kleine Töchter hat, flieht er nach Syrien. Dort bleibt er 6 Monate lang. Erst als sein Vater verspricht, ihn vor der Familie zu schützen, kehrt Sultan zurück. Dort angekommen, verschärft sich die Situation. Die Verwandtschaft nötigt seine Frau Rana, sich scheiden zu lassen. Doch sie hält zu ihm, trifft ihn heimlich. Ich wurde kontrolliert und es war sehr schwer für uns. Jeden Tag dachte ich, vielleicht werde ich heute umgebracht oder morgen oder übermorgen. Und Rana, was werden sie ihr antun? Ihre Familie hat gedroht, sie umzubringen, wenn sie zu mir zurückkommt. Und ja, ich glaubte es, weil ich früher selbst Muslim war. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass man das tut, was im Koran steht. Am 28. August 2008 treffen sich die beiden zum letzten Mal. Es war ein komischer Tag. Sie war so glücklich, weil wir uns trafen. Und für mich war es furchtbar, all ihre Verletzungen zu sehen, die sie von ihrem Vater und ihrem Bruder hatte. Sie versuchten, sie zur Scheidung zu zwingen. An diesem Tag wollte sie mit mir in die Kirche gehen. Doch dann bekam ich einen Anruf, dass Ranas Vater sie sucht. Rana geht nach Hause. Dort angekommen, fragt der Vater, ob sie wirklich zu Sultan zurück wolle. Er sagte ihr, ich sei Christ und dass sie dann auch Christin würde. Sie war einverstanden. Daraufhin forderte er sie auf, ihre Koffer zu packen und zu gehen. Kaum war sie draußen, ging er ihr nach, stach mit dem Messer auf sie ein und erschlug sie mit einem Stein. Kurz darauf rief mich mein Vater an und sagte, Rana ist tot und du hast Rana umgebracht. Ich begann zu weinen, versuchte zu sprechen und zu verstehen, was passiert ist. Es war furchtbar. Rana ist tot und Sultan wieder auf der Flucht. Nach einem halben Jahr kommt er in die Schweiz. Sein Schwiegervater ist verhaftet. Trotzdem wäre Sultan in seiner Heimat nicht sicher.
Viele riefen meinen Vater an und drohten, wenn wir Sultan erwischen, bringen wir ihn um. Sag ihm, er soll verschwinden. Sultan hat einen neuen Glauben. Dafür bezahlt er einen hohen Preis. Zu Beginn war ich manchmal schon wütend auf Gott, denn ich verlor meine Frau, mein Zuhause. Ich musste mein Land verlassen und seit 2 Jahren habe ich meine Töchter nicht mehr gesehen. All das macht mich wütend. Aber ich bin auch glücklich, denn ich weiß, Gott hat mein Leben im Griff. Ich habe nicht einfach nur die Religion gewechselt. Ich habe tief in meinem Herzen Gott gefunden. Das ist der Unterschied. Es geht nicht um irgendeine Religion, Islam oder Christentum, sondern ich habe meinen Retter gefunden. Ich habe einen tiefen Frieden, auch wenn viel Ungerechtigkeit geschieht. Ich lebe wie im Himmel, obwohl ich Probleme habe. Seit kurzem hat Sultan eine definitive Aufenthaltsbewilligung. Ich bin sehr glücklich, in der Schweiz zu sein. Aber ich bin auch traurig, dass ich nicht in meine Heimat zurückkam. Die Leute hier, die kennen mich nicht und trotzdem nehmen sie mich auf. Aber meine eigene Familie, die verstößt mich. Heute macht Sultan eine theologische Ausbildung. Der ehemalige Terrorist predigt nun Nächstenliebe. Seinem Schwiegervater hat er vergeben. Es ist nicht sein Fehler, denn er hat nur getan, was der Islam fordert. Aber ich bete, dass Gott ihm aufzeigt, was er wirklich getan hat und auch, dass er Jesus kennenlernt. Denn er hat seine Tochter umgebracht. Und nur mit Gottes Hilfe wird er sich das auch selbst vergeben können. Was Gott wirklich meint, was macht den Unterschied aus? Das kriegst du nie raus, wenn es dir gut geht, wenn alles rund läuft und du gute Freunde hast und bist gesund. Es kommt nicht häufig vor, dass auf dem Bundesplatz in Bern für Religionsfreiheit demonstriert wird. Doch diesen September haben sich über 2'000 Menschen versammelt. Zu Wort gekommen sind auch Leute, die Verfolgung am eigenen Leib erfahren haben. Zusammen mit Politikern haben sie Religionsfreiheit und Gleichberechtigung für Christen in der islamischen Welt gefordert. Christen aus islamischen Ländern berichten von eingeschränkter Religionsfreiheit in ihren Heimatländern. So zum Beispiel Daniel aus dem Nahen Osten. Er ist vom Islam zum Christentum konvertiert. Jeder Muslim, der den Islam verlässt, hat bestimmte Folgen zu erleiden, weil der Islam den Abfall von dieser Religion verbietet und zwar mit der Todesstrafe bestraft. Behörden meines Heimatlandes. Daniel selber wohnt seit mehreren Jahren im Westen. In sein Heimatland kann er nicht mehr zurück. Das wäre Selbstmord. Offiziell, also staatlich, bin ich als Gesuchter jetzt da, gelte ich als Gesuchter. Es gibt immer gewaltbereite Muslime, die sich verpflichtet fühlen, anhand der Lehren des Islams mich zu töten. Joseph ist Rechtsanwalt in Pakistan. Er vertritt Opfer, die zwangsislamisiert und zwangsverheiratet werden. Weiter prangert er Ungerechtigkeiten an, die bei der Verteilung der Hilfsgüter nach der Flutkatastrophe vorgekommen sind. Die Flut in Pakistan ist ein großes Problem für die Christen, die Hindus und andere Minderheiten. Wenn jemand Christ oder Hindu ist, erhält er keine Nahrungsmittel. Sie sagen, zuerst musst du dich zum Islam bekehren, dann geben wir dir zu essen und du erhältst Hilfsgüter. Religionsfreiheit für Christen in der islamischen Welt fordern auch Vertreter aus verschiedenen politischen Parteien. Meiner Ansicht nach müsste die Schweizer Wirtschaftspolitik Menschenrechtsfragen mit einbeziehen im Ausland. Das macht sie zu wenig. Denn aber auch außenpolitisch können wir als neutrales Land einiges machen, sofern der politische Wille vorhanden ist. Ich bin ganz ein starker Befürworter von der Glaubensfreiheit, von der religiösen Freiheit. Und das zum einen. Und zum zweiten muss ich auch sagen, dass ich einfach die Lage von den Christen, die in der ganzen Welt verfolgt werden, wegen ihrem Glauben, mich sehr berührt. Veranstaltet wird die Kundgebung von der Menschenrechtsorganisation CSI Schweiz und der Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Liebe Freunde, wir setzen uns für Religionsfreiheit für alle ein. Das ist uns sehr wichtig.
Aber der grösste Teil der verfolgten Christen sind in islamischen Ländern betroffen. Und darum haben wir den Eindruck gehabt, wir wollen jetzt auch mal das Thema speziell betonen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Der Paul Koller ist Botschafter für menschenrechtspolitische Fragen im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten. Er befasst sich tagtäglich mit Menschenrecht. Und immer wieder hat er auch mit der Frage nach Religionsfreiheit zu tun. Die Religionsfreiheit ist laut Paul Koller ein Bestandteil der Menschenrechtspolitik der Schweiz. Folglich können wir natürlich auch Diskriminierungen und Verletzungen von Rechten in diesem Zusammenhang nicht tolerieren. Und wir machen darum Folgendes. Wir intervenieren einerseits zum Schutz und zur Förderung dieser Religionsfreiheit, und zwar multilateral und bilateral. Es ist natürlich meistens so, dass dort, wo die Religionsfreiheit verletzt wird, tatsächlich eine ganze Palette von Menschenrechtsverletzungen stattfindet. Es sind nicht nur die Religionsfreiheit betroffen, es sind andere individuelle Rechte betroffen, es sind andere Minderheiten, die diskriminiert werden und so weiter. Also wir versuchen natürlich nicht nur spezifisch jetzt für die Verletzung der Religionsfreiheit darum einzutreten, sondern natürlich auch für andere verletzte Menschenrechte. Bei Menschenrechtsverletzungen ist für Paul Koller die Religionszugehörigkeit zweitrangig. Es gibt sicher Kriterien, nach denen die Christen die meistverfolgte Gruppierung ist heute. Aber wir müssen da vielleicht etwas aufpassen. Was sind denn genau diese Zahlen und Kriterien? Sprechen wir von in den meisten Ländern? Sprechen wir davon, dass es am meisten Opfer gibt von solchen Verfolgungen oder Diskriminierungen? Also wir müssen da, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Und für uns entscheidend ist ja also nicht, ob jetzt das mehr oder der mehr oder so. Also das ist eigentlich eine sekundäre Frage. Wir treten dafür ein, dass die Menschenrechte respektiert werden. Die Religionsfreiheit ist häufig auch in kommunistisch regierten Ländern stark eingeschränkt. Der Bruder Jün hat das in China am eigenen Leib zu spüren bekommen. Seine Erlebnisse hat er uns während einer Vortragstour in der Schweiz erzählt. Als ich frisch zum christlichen Glauben kam, war ich gerade 16 Jahre alt. In China kennt man den Spruch, eine frisch geborene Kuh hat keine Angst vor dem Tiger. Damals habe ich nicht geahnt, dass dieser Weg so schwierig sein würde, dass ich verfolgt, verhaftet und jahrelang im Gefängnis sitzen würde. Der Chinese Chen Yingliu, auch Bruder Yun genannt, und sein Sohn Isaac sind auf Vortragstour in der Schweiz und erzählen von ihren Erfahrungen als Christen in China. Heute sprechen sie in Lenzburg im Kanton Aargau. Vor dem Auftritt besuchen sie Schloss Lenzburg. Bruder Yun wurde 1958 in eine arme Bauernfamilie im Norden Chinas geboren. Ich wurde mitten in die Zeit der Hungersnot geboren. Als Kind habe ich deshalb jeden Tag um Essen gebettelt. Das ist die stärkste Erinnerung an meine Kindheit. Damals herrscht in China die größte Hungersnot aller Zeiten, ausgelöst durch Misswirtschaft der Kommunistischen Partei, der geschätzte 30 bis 40 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Die karge Ausstattung der Burg Lenzburg erinnert ihn an seine Heimat. Hier in dieser Burg fühle ich mich wie in China, allerdings nicht wie im mittelalterlichen China, sondern in dem vor 15 bis 20 Jahren. 1974 erkrankt der Vater von Yun an Lungenkrebs. In dieser Notlage besinnt sich die Mutter an Erfahrungen mit dem christlichen Glauben in ihrer Jugend und betet mit ihren Kindern für den Vater. Mein Vater wurde von Gott komplett vom Krebs geheilt. Gott hat unser Gebet erhört. Das hat mich sehr bewegt. Deshalb bin ich Gott sehr dankbar und habe ihm mein Leben anvertraut.
Später hat mir meine Mutter erzählt, Jesus Christus sei der Sohn Gottes, der unsere Sünden vergeben und uns ewiges Leben geben kann. Aufgrund dieser Erfahrung wendet sich die ganze Familie dem christlichen Glauben zu. Damals in den 70er Jahren ist die Religionsfreiheit stark eingeschränkt. Als 1949 die Kommunisten an die Macht kommen, senden sie westliche Missionare nach Hause. Bibeln werden eingezogen, Kirchen geschlossen. Die verbleibenden Christen gehen in den Untergrund. Bruder Jün erzählt überall von seinem neuen Glauben. Deshalb gerät er immer wieder in Bedrängnis. Nur wer zur staatlich kontrollierten Kirche gehört, ist genehm. Doch die meisten Christen gehören zu unabhängigen Hauskirchen und wollen sich ihren Glauben nicht vom Staat bestimmen lassen. Die Kommunisten glauben nicht an Gott, aber ich predige, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Für die Kommunisten war Mao der Erlöser. Ich wurde verhaftet mit der Begründung, dass ich der Führer der Antikommunisten sei. Der Kerker des Schlosses weckt bei Jün Erinnerungen an seine eigene Gefängniszeit. Über 30 Mal, so berichtet Bruder Jün, wird er wegen seiner christlichen Aktivitäten verhaftet. Über 10 Jahre verbringt er insgesamt im Gefängnis. Dort wird er über Monate gefoltert, oft bis er vor Schmerzen das Bewusstsein verliert. Eines kann ich niemals im Leben vergessen. Einmal sind die Polizisten mit 10 cm langen Nadeln gekommen. Und sie haben mir diese Nadeln unter die Fingernägel getrieben. In diesem Moment habe ich verstanden, warum Jesus am Kreuz zu Gott geschrien hat. Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Ich wurde oft im Gefängnis misshandelt, mit verschiedenen Methoden gefoltert. Doch als sie mir die Nadeln unter meine Fingernägel getrieben haben, hat meine Seele den Körper verlassen wegen dieser großen Schmerzen. In diesem Moment hat Gott zu mir gesagt, mein Kind, ich weiß alles. Ich kenne deine Schmerzen und Leiden. Im Gefängnis habe ich trotz Verzweiflung und Schmerzen nie aufgegeben. Einmal, als er von der Polizei nach Namen und Wohnort gefragt wird, will er beides nicht preisgeben, um die Christen in seiner Kirche nicht zu gefährden. Während einer Versammlung haben mich die Polizisten festgenommen und dann haben sie nach meinem Namen und Wohnort gefragt. In dem Moment bewegt Gott mein Herz und ich antwortete laut, ich heiße Himmelsbürger und wohne im Dorf des Evangeliums. Weiter haben die Polizisten nach den Eltern gefragt. Mein Vater heißt voller Gnade und meine Mutter nennt sich Liebe und Hoffnung. Die Polizisten haben mich für verrückt gehalten. Die mutige Aktion verhilft ihm zum Übernamen Heavenly Man, Himmelsbürger. Am Nachmittag besuchen Vater und Sohn den Chinagarten in Zürich. Bruder Jün ist nicht der einzige Christ, der in China verfolgt wurde. Tausende wurden laut verschiedenen Menschenrechtsorganisationen seit 1949 ins Gefängnis gesteckt und gefoltert. Die Unterdrückung führt jedoch nicht zum Untergang, sondern zu einem Aufschwung des Christentums in China. 1950 wird die Zahl der Christen auf 800.000 geschätzt. Heute sind es je nach Quelle zwischen 50 bis 120 Millionen. Durch Verfolgung, durch Leiden und Schmerzen haben die Christen in China gelernt, Gott zu vertrauen und zu beten. Durch Gebet sind die Kirchen gewachsen. Als Jün mit 26 zum ersten Mal ins Gefängnis muss, ist seine Frau mit Isaac schwanger. Die Behörden verlangen eine Abtreibung im 7. Monat. Wie durch ein Wunder kommt Isaac zu früh auf die Welt, einen Tag vor dem Abtreibungstermin. Eine Beziehung zu seinem Sohn kann Jün erst aufbauen, als er aus dem Gefängnis entlassen wird. Nach 4 Jahren Gefangenschaft wurde ich entlassen. Als mein Sohn mich zu Hause gesehen hat, hat er sich vor Angst vor mir versteckt. Es hat mich als Vater sehr traurig gemacht, dass ich meine Vaterpflichten nicht erfüllen konnte. Als Isaac 12 ist, wird sein Vater wieder einmal verhaftet. Sogar die Mutter wird ins Gefängnis gesteckt.
Isaac und seine kleine Schwester sind auf sich alleine gestellt, fliehen in eine andere Provinz und finden Unterschlupf bei einer armen Familie, die die beiden aber nicht ernähren kann. Dort haben wir knapp 2 Jahre lang auf die Straße gelebt. Also ich muss jeden Tag auch Müll sammeln und nebenbei muss ich meine kleine Schwester, also ich war damals 12 und sie war 7 Jahre alt, um sie aufpassen. Die traumatischen Lebensumstände erschüttern das Gottesbild des Teenagers. Damals, ich habe Gott sehr, sehr gehasst. Öfter habe ich zu Gott gesagt, du hast meinen Vater weggenommen, meine Mutter weggenommen, auch meine Großeltern, auch meine Zuhause. Und jetzt muss ich mit meiner Schwester auf die Straße leben und Müll sammeln. Ich sage, Gott, ich hasse dich. In einem langen Prozess versöhnt sich Isaac mit Gott und arbeitet heute als Pastor. Mit 17 habe ich langsam verstehen zu können, ich hasse Gott, ich habe ihn gehasst, aber dieser Gott hasse mich irgendwie nicht. Er liebt mich trotzdem. Es folgen ereignisreiche Jahre. Nach Irrungen und Wirrungen, Flucht aus China via Burma, ist die ganze Familie im September 2001 endlich wieder vereint. Allen ist schlussendlich die Flucht nach Deutschland gelungen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, endlich mit meiner Familie zusammenleben zu können. Und da habe ich auch langsam Beziehung zu meinem Vater aufbauen zu können. Und da haben wir uns mehr und mehr kennengelernt. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass wir in dieses Land auch aufgenommen wurden. 2003 wurde die Lebensgeschichte von Bruder Jün veröffentlicht. Heute Abend sind Jün und Isaac als Referenten in einer Freikirche in Lenzburg. Wir sehen unseren Auftrag darin, dass wir hier, um auch dieses Thema Christenverfolgung populär zu machen. Und weil in unserer Gesellschaft, im Fernsehen, in den Medien wurde sehr wenig drüber gesprochen. Aber das ist ein riesengroßes Thema. Die Situation der Christen hat sich inzwischen in China verbessert. China ist groß. In manchen Gebieten gibt es keine Verfolgung, doch in anderen hat die Verfolgung seit 60 Jahren nicht aufgehört. Bruder Jün kann frei in der ganzen Welt umherreisen, aber nach China selber kann er nicht zurück. Es droht ihm eine erneute Verhaftung. Bis jetzt hat Gott mir die Tür nach China noch nicht geöffnet, aber ich glaube, Gott wird sie für mich öffnen, sodass ich wieder zurück kann. Kommen viele Menschen auf mich zu und sagen, junger Mann, was machst du hier? Was willst du hier kaufen? Wenn Sie noch weitere eindrückliche Erlebnisse vom Bruder Jün erfahren möchten, dann machen Sie doch mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen 10 Bücher von der deutschen Version von Heavenly Man. Die Wettbewerbsfrage, die Sie richtig beantworten müssen, lautet, in welcher Stadt hat die Kundgebung für Religionsfreiheit stattgefunden? Schreiben Sie eine Mail zu uns, Ihre Antwort bis am nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Zum Thema Engel der Ärmsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und nächstes Wochenende erkundigt sich der Rudi Oseron bei der Familie Grimm nach ihrem Geheimnis von einem ausgeglichenen Lebensrhythmus. Bis dann also, machen Sie es gut und nicht vergessen, aus Überzeugung, wenn Sie zum Sonntag. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Und Vogel-Bodenbeläge, Buchs.